Yo Leute, herzlich willkommen zu Fall Guys Ultimate Knockout, dem Best of Nummer 22, zusammengeschnitten aus mehreren Sessions aus Saison 5, sowohl alleine als auch mit Freunden. Viel Spaß! Zumi machen. Eieiei. Oh, hab ich's geschafft? Nee, Alter, eigentlich hätte ich das sowas von kriegen müssen. What the fuck? Ich war doch als Erster dran. Ach, egal. Weißt du, ich liebe Fairy Tail Soundtracks. Ohne Scheiß, die sind gut. Ja. Leider habe ich jetzt auch wieder durchgehört, den Soundtrack in letzter Zeit. Ja, vor allem Hunter hat auch ziemlich gute, ziemlich gute. Die habe ich auch sehr gerne gehört. So, jetzt wird's spannend hier. Jetzt sind die Löcher schon größer. Einer ist raus geflogen. Ah, was ein Hurensohn, der hat das so vor mir gemacht. Was ein Bastard. Nein. Mies. Der hat das. Egal, ich bin ja noch drinne. Ich habe eine echt gute Position, glaube ich. Ich hoffe einfach mal, dass die da hinten sich gegenseitig ausnocken. Ich bleib erstmal hier. Die können sich da ja jetzt schön niederknüppeln. Oh, oh. Der eine hat eine gute Position, diese zwei hinten. Ich fahr doch lieber rüber. Ah, genau, haut ab hier. Ah, oh. Der ist jetzt doch drüber. Mies. Ja, mies, aber egal, er läuft schon weg. Boah. Das könnte gut sein. Nicht schlimm. Alles gut. Oh! Nein! Ach, Leute. Nein! Oh mein Gott, ist das knapp! Man! Oh mein Gott, war das knapp! Ja, das Strike, so knapp. Ah, haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Oh lol, Showprofi. Siehste, bam! Ich hab bekommen. Guck mal, hab ich wieder einen durchgezogen. Läuft! Ah lol, ich hab die Trophäe bekommen für den Jubel! Ah, lol. Nice, guck mal. Siehste? Also, hat ich doch gelohnt. Bam! Was? Achso, ich wusste gar nicht, dass das Finale ist. Ja, natürlich. Oh. MVP, MVP. True. Nice. Warte, das war unsere erste Runde, oder? Das war jetzt unsere erste Session, ja. Lul, und haben direkt einen Sieg. Ja, siehste. Das war mit Rico gestern genauso. Gestern hat Rico, einer Rico angeschrieben, so, spielt sie jetzt auch normal Fall Guys? Er hat geantwortet, nee, wegen der Ratchet-Herausforderungen jetzt nur. Meinte der andere, ach ja, das Schwierigste daran ist, in Duo-Trupp-Modus zu gewinnen. Und dann antwortet Rico, ja, haben wir First Try geschafft. Ach so, man, als ob man das so, also, man muss ja im Duo-Modus gewinnen. Für die Ratchet-Herausforderung, ja. Ah, das macht echt Spaß mit den Trommeln. Ja, ja. Wenn man erstmal so einen guten Flow hat, dann läuft das richtig. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du dann noch die Mitte mit den Trommeln raus hast, dann musst du nur ein kleines bisschen nachjustieren und dann kriegst du es hin. Easy. Mhm. Das sorgt jetzt auch dafür, dass ich als Erster drin bin. Oh, bist gleich da. Oh, das Mann, wer bist du, ihr fetten Kinder? Ich hasse mein Leben, Mann. Jetzt aber rechts, rechts, rechts. Okay, okay. Oh, jawohl. Mitte ist Risiko, Seite ist safe. Wie du möchtest. Ja, das sieht gut aus. Ja, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Alter, nice. Oh, yeah. Nice, nice, nice. Come on. Go. Nein, nein, nein. 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 Ach Gott. Nein. Alter. Ich wusste gar nicht, dass man... Ja, ist geschafft, okay, ja, ist geschafft, zumindest etwas. Ja. Kompletter Betrug. Das war schön, Junge. Jesus Christ! Alter, wie ich nur auf der Kante lag, holy shit. Willst du dir eigentlich Crash Bandicoot 4 holen? Nein! Irgendwann, ja, würde ich schon sagen. Hab ich Bock drauf. Ich hab gehört, dass es sackschwer ein ist. Guter Nachfolger ist, ja. Ja, das auch, das auch. Aber auch sackschwer, gerade weil es ein guter Nachfolger ist. Ich glaube, das Schwierige. Nein! Ich bin so weit runtergefallen. Naja, egal. Ja, ich hab gehört, ist das halt das Schwierige. Oh. Es gibt halt diese neue Mechanik. Ich weiß nicht, ob du davon weißt, wegen dieser. Ach, du Penner! Wie kann er jetzt noch rüber? Was soll die Scheiße? So ein Bullshit hier. Wirklich. Wo bist du? Ah, du bist immer noch hinter mir.
Ja. Alter, warum müssen die immer dahin fliegen, wo ich gerade bin? Why? Verpisst euch doch einfach. Lasst mich in Ruhe, lasst mir meinen Save. Junge, schon wieder! In der Sekunde, in der ich auf eine Plattform gehe, fällt einer genau drauf. What the fuck? Fuck you. Oh, ich bin so noobig gerade. Eiskugel. Dummes Stück Scheiße hier, kriege ich ja Krise. Oh, wir müssen beide aufpassen, ne? Ich bin so behindert. Okay. Jetzt fängt es wieder an dir. Oh, scheiße, das ist wirklich gefährlich. Ja, könnte knapp werden. Aber ich glaube, ich habe mir hier eine gute Position erschlichen. Ich gucke hinter dir. Ja, solltest du... Ja, das ist... Oh, pass auf, jemand kommt, jemand kommt. Fuck you. Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Oh mein Gott, scheißige Alter. Du Maschine. Oh, oh Gott, ich nein, oder? Hätte ich einen Jubel? Lol. Boah, nee, oder? Doch. Boah. Ey, ich hab Hoffnung aufgegeben. Einfach gut auf und dann auf einmal. Boah. Ich wusste, was der Penner vorhat, also habe ich den schön ausgehebelt. Ey, das war so knapp, Digga. Scheiße, ich kann... Ich kack mich doch an, Digga. Das Spiel... Ist doch geil. Ach, ich mag den Duo-Modus, das Spiel macht mir einen Spaß. Ey, der Duo-Modus ist wirklich gut. Okay, ab durch die Mitte, komm. Risiko. Nein! Oh, oh, oh! Alter, war das knapp. Oh nein! Was? Bei der letzten Trommel! Come on! Oh. Mann, verpisst euch! Jetzt aber, bam! Warte, warte! Bam. Oh. Mann, ich krieg Aggressionen! Oh, oh geil, ich bin oben geblieben! Yes! Das erste Mal in dieser Runde, dass ich nicht runtergefallen bin. Cool! Ja, du bist nicht der Erste. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch! Einfach oben in der Mitte bleiben. Nein! Alter Vater, ey. Schnell, schnell, schnell. Schaffst du noch? Nee. Nein. Geil, wurde noch in die Rutsche reingedrückt. Wir haben eigentlich, Ja, aber nein! What the fuck, was war das? Der dumme Huinsel, das ist seine Schuld. Ich geb ihm die Schuld. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, nice. Und noch unten auf die. Jawohl. Ja. Oh. Sollte eigentlich. Okay. Digga, was ist das, Digga? Verpiss dich, du dummes Nashorn. Der hat richtig mein Arschloch gejagt. Ja, hab ich gesehen. Wollte ja richtig das. Ja, die Leute fliegen. Ich auch. Warum kann ich dich einfach die Fresse halten, ey? Let's go, let's go. Das wäre jetzt geil gewesen, so schön last second. Verpiss dich, du Dummer! Nein! Oh Gott! Okay, oh, gerade noch so gerettet in der Mitte. Ja, okay, jawohl, sehr gut. Und jetzt noch unten die Trommel. Boom! Geil! Du hast die Runde beendet, Junge. Du bist so krass reingesprungen, dass du die Runde durch die Kraft beendet hast. Okay. Sehr gut, jetzt kommen gleich die ersten Löcher hier. Einer ist schon rausgeflogen, was ein Opfer. Hm. Und gleich fliege ich raus. Digga, was ist das für ein Juden? Oh shit. Oh shit, Digga, das sieht gut aus. Digga, du hast gesagt!
Ey, wie alle einfach auf einmal, ja, du bist nicht, du MVP, Digga, du MVP, ich glaub noch an dich, Digga. Ich weiß doch, dass du das bist, Digga. Hä, wieso krieg ich eigentlich immer den Jubeln? Keine Ahnung. Ist doch egal. Eieiei, Digga, Entschuldigung, Abi Jim, Digga, sorry, da noch mit der Redemaschine, Mann, die Sportler. Ey, kält er mich dreimal, Digga. Hätten wir letzte Runde oder vorletzte Runde das auch geschafft, wir hätten einfach die 5 Siege gemacht. Wir hätten einfach die 5 Siege gemacht. Ja, gut möglich. Ah, oh, ein Splitter von der Krone entfernt, Mist. Ich drücke die Daumen. Nein, das darf nicht wahr sein. Ein Punkt hat den Unterschied gemacht, wollte mich verarschen. Come on. Okay, ich habe das dumpfe Gefühl, dieser Typ weiß entweder gar nicht, was er zu tun hat, oder er hat keinen Bock mehr. Anders kann ich mir jetzt gerade nicht erklären, dass er teilweise auf die Tasten draufspringt, die ihm eindeutig keine Punkte bringen. Aber gut. Ah, schade. Die 20 hätte ich jetzt gerne noch voll gemacht. Und wie, ich habe eine Bronzemedaille für die besten 50% bekommen. Wie habe ich das bei Tastenhämmerer denn jetzt bitte zu verstehen? Das ist doch kein Rennen. Oder will man mir erzählen, dass die anderen Leute irgendwie mehr Punkte gekriegt haben? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Dass es so viele Leute gibt, die in ein Team oder ja in eine Arena gestopft worden sind mit einem Gegner, der gar nicht wusste, was zu tun war. Boah. Oh Gott. Alter. Wie 9 von 8? Spiel, willst du mich verarschen? Schon wieder sowas? 9 von 8 gerade eben standen? Oh Mann, ey. Mathematik. Na, ah, immerhin 3 Kronen jetzt noch dazu verdient. Sehr schön. Oh,
Ah, jawohl, endlich. Clanks Herausforderung ist da. Der Dimensionator war wieder da und hat Clanks Herausforderung mitgebracht. Verdient ihr einige Belohnungen rund um Clank, darunter ein Kostüm, das an den Roboterhelden erinnert. Schließ die einzigartigen Herausforderungen ab und sammle Eventpunkte, um dir die Preise zu holen. Die Live-Event-Herausforderungen sind vom 6.8. bis zum 15.8. verfügbar. Nice. Da viele Herausforderungen diesmal im Trio-Trupp stattfanden, statt im Duo-Trupp, also in Dreierteams musste man diesmal antreten, habe ich mich auch gleich darauf dafür angemeldet. Leider hatte ich allerdings das Pech, in einem Zweierteam zu landen. Das heißt, wir hatten ein Mitglied zu wenig. Ich dachte mir trotzdem, ach komm, mal gucken, wie weit wir mit Zweien kommen, in Teams, die aus drei Leuten bestehen, aber... ja, ich habe dann nicht damit gerechnet, so einen Partner zu bekommen. Der ist hier vorbeigesegelt, dachte ich mir, ja, okay, kann ja passieren. Er kennt die Map wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Ich fand's auch nicht so schlimm, dass er jetzt weiter hinten liegt. Dachte ich mir, kriegen wir noch vielleicht hin. Aber dann, das zweite Mal, tjung, da fliegt er durch die Plattform, zugegeben. Da wusste ich aber vorher auch nicht, dass die keine Kollision hatte. Da habe ich mir dann allerdings gedacht, oh mein Gott, jetzt ist er, das war ein Sturz, den hatte er auf jeden Fall selbst zu verschulden. Auch mit eigenem Wissen. Und jetzt hat er leider das Pech, weil er der einzige Spieler ist, der noch übrig ist. Da ist er nochmal freiwillig links abgetreten. Da er aber der einzige Spieler ist, der noch übrig geblieben ist, konzentrieren sich die Nashörner jetzt natürlich nur noch auf ihn und er hat keine Chance mehr durchzukommen. Nur noch 10 Sekunden sind übrig und er dachte sich, ja, wenn ich keinen Fortschritt machen kann, mache ich Minusfortschritt. Laufe ich einfach mal zurück. Ne, gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwie runterspringen kann. Ja, hat er geschafft, aber leider sind wir raus. Oh Mann, zwischendurch habe ich da leider das Gefühl gehabt, dass da ein kleines Kind am Controller gehockt hat. Okay, aber das hier war auch, das war ein typischer Wippen-Moment, da habt ihr es gesehen, ich klebte mit dem Gesicht schön an der Plattform dran, obwohl ich gehechtet habe und ich hätte, und ich eigentlich daran, darauf hätte stehen müssen. Naja, das hier war auch eine schöne Runde, am Anfang habe ich eigentlich ein kleines Bein gestellt bekommen, ich bin zwischen die Trommeln gefallen, aber das ist nicht schlimm, ich kenne ja an sich die schnellsten Routen hier. Deswegen dachte ich mir, ja, das kriege ich locker wieder eingeholt. Hier einfach mal an der Seite weiter. An sich, wenn man diese Runde ein paar Mal gespielt hat, dann kann man einen recht guten Flow haben und auch ziemlich flüssig jede Trommel erwischen, die man benötigt. Außer natürlich, es sind gerade zu viele Leute in der Nähe und einer von denen trifft einen in der Luft, dann kann man gar nichts mehr kontrollieren. Da hat man drei Leute vor mir gesehen, die versucht haben, durch die Mitte zu kommen. Allesamt sind sie leider gescheitert. Aber dadurch konnte ich an ihnen vorbeiziehen, erfolgreich, und doch noch den ersten Platz machen. Yes! Versuche entspannt zu bleiben. Uiuiui. Oh nein. Warum musstest du dorthin? Aber unser dritter Mann ist noch übrig. Oh, der hat eine sehr gute Position sogar. Nein! Alter, das darf nicht wahr sein. Das war wieder ein Millisekundenentscheid. Och nein! Ach, der arme Kerl. Er hat es bis zum Ende hin geschafft. Ach, Schande. Ey, knapper geht's wirklich nicht. Das wäre jetzt beinahe das erste Finale im Trio-Modus gewesen, wo ich dann auch direkt das erste Mal gewonnen hätte. Ah, schade. Es wäre zu schön gewesen. Ah, Mann. Ich meine, theoretisch. Das ist jetzt aber wirklich, ich gebe ihm gar keine Schuld an der Niederlage. Es hätte vielleicht noch was werden können, wenn er zum Schluss noch gehechtet hätte. Aber in den letzten Sekunden, da achtet man teilweise nicht drauf. Da denkt man dann auch gar nicht dran. Dementsprechend, ich gebe ihm keine Schuld. Er hat bis zum Ende durchgehalten, ne? Er hat ja länger überlebt als die anderen beiden Mitglieder seines Trio-Trupps. Von daher, ne, was sollen wir dazu sagen? Ah, sehr, sehr schade. Ah, sehr, sehr schade. Aber gut, ne, vielleicht wird das noch was. Ein paar Herausforderungen habe ich jetzt schon. Und dadurch kann ich sogar jetzt schon die ersten drei Belohnungen holen von der Clank-Herausforderung. Einmal das Clank-Namensschild, die Clank-Farbe und das Clank-Muster. Immerhin. Und jetzt kommen die Sachen dran, auf die es tatsächlich im Endeffekt ankommt. Nämlich das Clank-Kostüm und der Emote. Clanks Lachen.
Da hätten sie theoretisch, meiner Meinung nach, hätten sie da genauso gut auch einen Ratchet & Clank Soundeffekt reinpacken können. Also, dass man wirklich so ein etwas metallischeres Lachen zumindest hat. Dass man merkt, okay, das ist eine Roboterlache. Ach, naja, was soll's. Jetzt sind für das Finale nur noch 2 Trupps, sprich insgesamt 6 Spieler. Okay, übrig und das Finale wird durch Sturzballe entschieden. Alles klar. Das letzte Spiel war doch auch schon eigentlich ein Finale zwischen 3 Trupps, war auch ein Teamspiel. Warum hätte das nicht schon das Finale sein können? Jetzt nur so theoretisch. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang noch gedacht, das wäre das Finale, aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Naja, gut. Ach, Schande. Voll vorbeigeschrammt. Nein, 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 nein. Ah. Ah. Das darf nicht wahr sein! Ah, ich fasse es nicht. Wir müssen jetzt Punkte machen, aber hallo. Jawohl. Erster Punkt ist schon mal safe. Oh je. Jetzt hätte ich beinahe den Ball in die falsche Richtung geboxt. Das wollte ich natürlich nicht. Oh, sehr gut. Wir haben jetzt beide Bälle bei denen im Ding. Ha, ja, geil. Schub sie noch selber rein. Sehr gut. Oh. Gut, dass der jetzt sich nicht noch dran gemacht hat, den Ball selber reinzuhauen. Das wäre noch knapp geworden. Ah. Das darf nicht wahr sein. Oh, Mann. Die sind jetzt immer noch um einen Punkt voraus. Das darf nicht wahr sein. Ein verdammter Punkt. Der darf es doch nicht am Ende entscheiden. Wird er wahrscheinlich, aber ich hoffe zu unseren Gunsten, ehrlich gesagt. Nein, komm schon. Nein! Oh, jetzt sind alle 3 hier drüben. Die sind... keiner ist beim anderen Ball. Scheiße. Oh! Aber ich könnte noch den... Oh, ich habe den Ausgleich erzielt. Wenn die da hinten den Ball nicht durchlassen und wir diesen hier noch durchkriegen, könnte das was werden. Bitte lasst den Ball nicht durch, Leute. Bitte lasst ihn nicht durch. Das nächste Tor entscheidet. Komm. Ja, ich hab's geschafft! Oder? Ja, oh Gott, ich dachte schon, die hätten jetzt in der letzten Millisekunde vor uns das Tor gemacht. Geil, Leute! Wow! Trio-Trupp ist gewonnen. Geil. Ah, so muss es laufen. Puh. Da habe ich für kurze Zeit wirklich Schiss gehabt, dass die uns in letzter Sekunde noch den Sieg da klauen könnten. Hab echt damit gerechnet, aber ist zum Glück nicht so gekommen. Geil. Damit habe ich auch schon von der Clank-Herausforderung die meisten Challenges fertig. Von den Erfahrungspunkten her reicht es sogar, um 5 Bonuskronen fürs Level-Up zu verdienen. Nice. Und noch eine Bonuskrone durch die Kronensplitter. Sehr schön. Ah, oh, das fühlt sich gut an. Herrlich. So, wir haben jetzt genug für das Unterteil von Clank. Aber für das Oberteil und vor allen Dingen auch für die Geste müssen wir noch ein bisschen was machen. Wir sind jetzt schon auf dem 2. Platz. Das ist super. Gerade mal 2 Punkte, nach Platz... Alter, geil. Guck mal, haben sogar Platz 1 geschafft jetzt. Könnt euch bei mir bedanken. Guck, dann hast du genau so einen Hurensohn. Ja, genau. Wo du dir denkst, Junge, das Kind muss doch schon schlafen. Jo. Bist du dumm? Sag mal, bist du... dumm? Ab durch die Mitte. Ey, jetzt haben die mich gestockt. Hey. Ja, das ist das Blöde, wenn da zu viele auf einer Stelle hocken. Kommst du gar nicht mehr weg. Die Mitte funktioniert. Musst du nur nachjustieren manchmal. Ja, so ist so super. Sehr gut. Das war schön. So, ja toll. Eine Herausforderung habe ich jetzt noch geschafft.
Keine Ahnung welche. Ah, okay, jetzt habe ich wenigstens das Oberteil. Wow. Ich bin runtergefallen in der Mitte. Da unten ist so ein Jump-Pad. Das hat mich gerettet und hat mich ins Ziel befördert. Oh. Genauso wie dich. Ja. So, warum habe ich denn einen Lappen einstecken? Weil du ein Lappen bist. Oh. Entschuldigung, der war zu einfach. Okay, hab's geschafft. Alter, fuck, nein. Oh, ich war der Letzte, alter Scheiße. Ich habe jetzt genug Goldmedaillen verdient und ein Level habe ich gekriegt. Vielleicht kann ich mir jetzt das Oberteil leisten. Ich schau mal ganz kurz. Ach, das stimmt, das Oberteil habe ich ja schon. Ich kann mir jetzt den Emote leisten. Geil. Ich hab Angst. Oh, das Spiel. Das Spiel. Oh Gott. Ey, was sind das für Nutten? Fuck. Du hast es halt. Ich komm mir in die Hosen. Das ist so knapp, das ist so knapp. Nein, fuck. Oder? Nein. So eine dumme Kacke. Du hast gewonnen, oder? Nee, hab nein. Ich nicht. Das war zu knapp. Der eine hatte eine Plattform mehr als ich. Ja. Fuck. Das war jetzt Pech. Mann, ich hasse diese Trommeln. Oh, und diese Nuttenbengeln. Oh, 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 oh. Krieg ich's hin? Yes, Bams. Go, 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 go. Oh, beschütz mich, Hilfe. Ich bin selber gerade bei einem Basketballversuch. Mann, der dumme Hurensohn will mich nicht loslassen. Was ein Bastard. Ich krieg richtig. Okay, go, 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 go. Oh. Help me, help me. Ja, ich komm einfach. Bruh, Alter. Oh, wie ich den noch geschnappt habe. Einen halte ich fest. Ein Bastard. Ah! Nein! Der rollt in unsere Richtung. Alter, wie random der Ball sich einfach be. Fuck you. Nein. Er hat den fest. Ich hab den auch. Ja, fest. Ich hab ihn. Nein! Wie ging das denn jetzt? What the fuck? Ey, was für ein Bastard bist du? Alter. Egal, Digga, das sind Idioten. Die haben gewonnen. LOL, Alter, mit einem Punkt? Mit einem ja, Punkt? Mit zwei Idioten sind die ganze Zeit uns hinterhergelaufen, während die am Rückstand waren. Alter! Krass. Ach, haben wir eine Krone? Ja! Ach so, oh! Wir haben gewonnen! Voll gut! Oh! Nein! Bruder! Okay, alles gut. Okay, ich sollte schon mal safe im Ziel sein. Alter, sogar als erster. Woo! Du bist schon fast am Ziel. Okay, okay, links lang. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Jetzt nur gar. Jetzt mach safe. Schön safe. Komm, 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 komm. Ja! Ja! Hauptsache durch. Nice, ja. Alter! Jo, jo! Alter! Oh mein Gott! Wir schneiden als Zweierteam im Trio-Modus recht gut ab. Ja. Jetzt wird wieder nachkommentiert. Dieses Mal das Finale Rollfeld. Ein Finalmodus, der genauso wie Sprungclub. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die wirklichen Namen von den beiden Finalmodi sind, aber ihr wisst, welche ich meine. Jedenfalls, diese beiden Modi strotzen nur geradezu vor Leuten, die sehr, sehr gerne andere Leute anpacken, sprich grabben, um sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Da, wenn man zu nahe dann an einer Lücke hängt, wo man in den Schleim fallen könnte, dann kommt auf einmal irgendeiner von der Seite und grabt einen, schubst einen in diese Lücke rein und man ist raus. Oder auch eben bei Sprungclub mit den Balken, da wird man festgehalten, kurz bevor die Balken kommen, wird in der letzten Millisekunde losgelassen, dass der Typ noch einmal springen kann und du selbst nicht. Ach, ist das zum Kotzen. Also ehrlich, schlimm.
Aber deswegen finde ich es umso befriedigender, wenn ich genau diese Leute, die dafür sorgen, dass andere rausfliegen durch solche Aktionen, wenn die dann selber rausfliegen. Mich interessiert dann am Ende nicht mal, wer das Finale gewinnt. Ich will einfach nur sehen, dass derjenige, der andere durch solche Sachen rausschmeißt, nicht gewinnt. Das reicht mir ehrlich gesagt schon. Naja, jedenfalls, wie ihr seht, bis jetzt, hier gibt es eigentlich keine Grabber. Deswegen wollte ich diesen Finalmodus auch nochmal in Gänze aufnehmen, weil ich es so schön fand, dass ich mich einfach nur darauf konzentrieren konnte, die Rollen zu wechseln und den Lücken auszuweichen. Ne? Dass es quasi einfach nur noch auf die Reaktionsgeschwindigkeit ankommt und dass man nicht gleichzeitig auch noch die ganze Zeit ein Auge auf andere haben muss, die einem zu nahe kommen, wenn man gefährlich nah an einer Kante steht. Dementsprechend, hier läuft es schön fair ab. Rollfeld ist eigentlich einer der Modi, in denen ich unter anderem am schlechtesten bin, wo ich sehr gerne auch mal relativ früh rausfliege, was unter anderem auch an Grabbern liegt. Klar, ab und zu bin ich aber auch mal selber schuld. Aber hier konnte ich in aller Ruhe, ne, mich konzentrieren und das hat dann am Ende auch dafür gesorgt, dass ich unter den letzten Vieren war, ne? Das ist doch schon mal was. Hat mich persönlich sehr gefreut, jedes Mal, wenn ich in einem Finalmodus unter den besten 4 oder 3 gehöre, ist das schon an sich eine Leistung. Aber klar, die Krone gibt es ja am Ende nur für denjenigen, der als letzter übrig bleibt. Und ihr seht, die vorletzten beiden sind jetzt rausgeflogen. Jetzt bin ich nur noch mit dem anderen dort. Jetzt gilt es. Da dachte ich, er würde mich grabben, aber nein. Und zack, da hat er eine Sekunde zu lange gebraucht, um zu springen. Und tatsächlich hat mir das den Sieg eingebracht. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mit gerechnet am Anfang der Runde. Aber selbst wenn ich nicht gewonnen hätte, ich hätte es genossen. Denn wie gesagt, keiner hat gegrabbt. Sehr schön. Und zack, wie ihr seht, gleich darauf, das war tatsächlich die nächste Session, da habe ich ein weiteres Mal als finale Rollfeld bekommen. Ich habe mich ja zwischendurch gefragt, ob die Finalrunden, also die Finalmodi, schon am Anfang einer Session feststehen, ob die da bereits ausgewählt worden sind und am Ende auf jeden Fall ausgeführt werden, egal wie viele Mitspieler übrig sind. Oder ob erst spontan entschieden wird, welcher Finalmodus kommt, abhängig davon, wie viele Leute am Ende übrig geblieben sind. Ne? Wenn man bedenkt, dass manche Modi auf, also dass generell die Finalmodi auf teilweise unterschiedliche restliche Spieler ausgearbeitet worden sind, ne? Zum Beispiel bei dem Hexagon-Spiel oder Bienenwaben, wie wir es sehr gerne genannt haben in den Best-Offs, da, das ist auf bis zu 20 Spieler ausgelegt. Dementsprechend, ne? Aber ich habe zum Beispiel noch nie Bergkraxler mit 20 Leuten gesehen. Da waren es immer weniger. Da waren es vielleicht mal maximal 15 in den ersten Seasons. Mittlerweile habe ich das Gefühl, man muss schon unter 10 kommen, wenn Bergkraxler als Finalmodus drankommen soll. Naja, ich meine, ich habe ja bereits einmal Bergkraxler mit nur 2 restlichen Spielern gehabt. Von daher, das könnte dafür sprechen, dass die Finalmodis bereits am Anfang ausgewählt werden, also die Finalmodi. Naja, jedenfalls, wie ihr seht, auch hier grabbt keiner, schönes Finale. Und auch hier, ich bin wieder unter die besten 3 gekommen. Schauen wir mal, da konnte sich der andere Ratchet auch noch so ein kleines bisschen retten. Aber da ist er leider rausgeflogen, da konnte er nicht rechtzeitig die Rolle wechseln. Der andere ist da auch leider zurückgeblieben, so ein kleines bisschen auf der einen Seite, konnte nicht mehr rechtzeitig rüber. Und so konnte ich tatsächlich 2-mal in Folge den gleichen Finalmodus gewinnen, indem ich mich selbst eigentlich als nicht ganz so gut einschätze. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, in anderen Finalmodi bin ich schon etwas stärker. Nun ja, ah ja, genau, hier haben wir ein weiteres Mal Dschungelwirrwarr, so hieß es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich habe einen recht soliden Start hingelegt, gerade so über die Mitte. Hier die Rutsche, da kann man ein kleines bisschen an Momentum verlieren, aber das macht nichts. Hier dachte ich mir, ah, jetzt bin ich runtergefallen, na ganz toll. Weil eigentlich ist es immer am besten, natürlich in diesem Modus oben zu bleiben, da man dort
etwas fixer vorankommt, wenn man einigermaßen, naja, sich ausbalancieren kann. Da dachte ich, das Nashorn schmeißt mich jetzt komplett weg, aber nein, und ich habe keinen vor mir gesehen. Zack, konnte die beiden Rutschen nehmen und auch hier den ersten Platz belegen. Immerhin. Okay, und ah ja, das war auch schön. Hier, gutes Beispiel, was Grabben angeht. Hier stehe ich nah an der Kante, ein Typ versucht mich reinzuschubsen, ich rette mich und hinter mir konntet ihr genau gerade noch sehen, wie er runtergefallen ist. Ja, Karma at its best, muss ich an dieser Stelle einfach mal loswerden. Ah ja, wieder Pinguin Pool Party hier, passt auf, zack, da habe ich es tatsächlich geschafft, den Pinguin in der Luft zu greifen, als der Ventilator gerade gearbeitet hat und habe mich hier nach oben gerechnet und habe eigentlich gedacht, dass mich die Hälfte der Meute, die hochgeblasen wurde, verfolgen würde. Aber nein, scheinbar nicht. Die meisten Leute streiten sich ja auf der unteren Etage dann um die Pinguine, weshalb man hier oben dann meistens recht ungestört ist. Ziemlich praktisch. Okay, was kommt als nächstes? Ah ja, genau. Das war auch eine krasse Sache. Ich habe mir gedacht, ich werde ein weiteres Mal in Trio-Truppen-Modus antreten, auch wenn ich das nicht mehr gebraucht habe. Schließlich habe ich ja alle Herausforderungen der Ratchet-Challenge bereits hinter mir. Hier habe ich gedacht, ah, ich bin gerettet, ich habe eine Trommel getroffen, aber nein. Leider hat die Physik da nicht ganz mitgespielt und ich bin doch noch rausgeflogen. Jetzt ist leider nur noch ein Mitglied vor mir, von uns drin. Links seht ihr die Punktzahlen. Ich dachte mir, ja, wir sind zwar ziemlich nah, aber wir werden es nicht hinkriegen. Und jetzt passt auf, in den letzten Millisekunden, zack, haben wir es tatsächlich geschafft, mit dem vierten Platz gleichzuziehen und haben uns in letzter Sekunde noch qualifizieren können. Wow! Hier trete ich noch einmal in dem Hexagon-Final-Modus an. Die Gegner haben sich teilweise richtig schön selbst ausmanövriert. Die konnten mir zwar teilweise den Weg abschneiden, dann sind sie allerdings selbst blindlings in eine Sackgasse reingelaufen, anstatt dass die eine Route geplant haben, mit der sie mich abschneiden können und für sie selbst noch ein paar Plattformen auf dem Weg übrig bleiben. Nein, stattdessen Kamikaze-Modus und nach mir die Sintflut. Naja, hier hat es mich gewundert, dass keiner der beiden Gegner links oder rechts in meine Richtung gelaufen ist. Stattdessen sind sie beide schön jetzt runtergerauscht auf die letzte Ebene. Ich blieb auf gelb zurück. Ich dachte mir, ah, unter mir die letzte Ebene, da sind noch ein paar Plattformen übrig. Bumm, auf einmal ist die Runde vorbei. Ich dachte mir, oh, okay. Hab eigentlich damit gerechnet, dass die Runde noch ein kleines bisschen länger dauert. Das kam schneller als erwartet. Nun ja, die nächste Pinguin-Pool-Party-Runde, da habe ich es endlich geschafft, nach einer Weile einen Pinguin zu ergattern. Links kommt jetzt eine Gruppe angerauscht, die läuft einem weiteren Pinguin hinterher. Ich dachte mir, geil, keiner folgt mir. Wollte aber nochmal auf Nummer sicher gehen, sehe dann, ah, da folgt mir doch einer. Er kommt immer näher, zack, da habe ich noch einmal kehrt gemacht, um auf Nummer sicher zu gehen, um noch rechtzeitig die Punkte voll zu kriegen, denn sonst hätte er mich definitiv eingeholt und hätte mir den Pinguin abgenommen. Ja, ey, du bist doch Huren. Oh, Alter. Lull. Scheiße. Ach was, ernsthaft? Oh. Ey, ich wurde runtergeworfen von den ganzen Missgeburten. Ach so, shit. Deswegen war ich so weit hinten plötzlich. Oh, da krieg ich wieder einen Hass. Ja, hau ab, raus aus dem scheiß Spielschmutz. Ich krieg direkt wieder Hass. was ist denn hier bei dem Schleim am Ende? Oh, ein Ball. Warum? Oh, Alter, aber viele Bälle. Oh, das bin ich, tut mir leid. Oh Mann, ich bin so dumm, ich wollte die anderen wegmachen. Was? Die springen da oben auf den Knopf. Ach so. Und dann spuckt das Bälle. Krass. Ich glaube, ich könnte trotzdem noch Erster werden. Steh auf! Steh auf! Alter, steh doch auf, Herrgott! Oh! Hui! Hui! Oh, Alter! Hast du das gerade gesehen? Hab ich! Hab ich! Alter, selbst der Frosch hat dich mitten im Flug abgefangen. Scheiße. Wir sind raus, oder? Was? Wieso? Wir sind ausgeschieden, oder? Wo steht denn das? 18. Platz. Hä? Wie, hä? Bei mir steht Trupp-Position 6.
Bei mir steht Druckposition 8 Center. Kann es sein, dass wir nicht im selben Trupp sind? Du hast doch dieses Spiel mit den Fröschen und so, oder? Ja, ja. Ich hab dich ja auch gesehen, du. Hä? Hey, ich bin rausgekommen. Was? Ich bin noch drin. Was ist denn jetzt wieder kaputt, ey? Ach Gott. Ganz ehrlich, ey. Ach, leck mich, ey. Geh doch kacken, Spiel. Das ist typisch bei mir. Nice. Alter, nicht dein Scheiß Ernst. Nicht dein Scheiß Ernst. Alter. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Guck, und das ist ein Grund, warum ich es gerade wieder löschen würde. Ich warte sowieso, bis die Runde vorbei ist. Ja, jetzt bewegst du dich, du dummes Stück Scheiße. Ach ja, als ob. Ich bin raus. Als ob, ey, meine Fresse. Ach, ey. Setzt er sich jetzt nochmal in Bewegung, kannst du gleich sein lassen. Ja, danke für nix, ey. Einer von uns ist schon raus, ne? Da haben wir ja schon verloren. Ey, wir sind weiter. Immer noch. Uiuiuiui. Erster. Vielleicht schreiben wir ja heute Fall Guys Geschichte und gewinnen zu zweit den Trio-Trupp-Modus. Das wäre geil. Jetzt haben sie mich wieder runtergekickt. Jetzt ist vorbei. Das hole ich nicht mehr ein, wenn ich jetzt den Ausgang finde. Alter, der erste ist einfach mal durch den Hammer reingeflogen. Der Lacker. Nee, ich bin wieder rausgeflogen. Runtergeflogen. Noch ist hier nix. Keiner traut sich. Fuck. Nee, vergiss es. Ja. Shit. 10 fucking Punkte. Oh, schaff ich's noch? Oh. Ai. Aber wir sind weit gekommen. Ja, das stimmt. Sehr weit. Woohoo!
Und das war's dann auch schon mit diesem Best-of. Alles klar, Leute, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und frohe Trophäenjagd!